gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis! Niederländisch Indien. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition samt Lokomotive und Waggons. Früchte aus den Plantagen auf dem Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. We'll be right back.
superbe Bahn. Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte flugs zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden, zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. In die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erkleckliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Thank you.
funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine Übereinzug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hat dich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Thank you.
Es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen, soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Fürderhin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Wieder aufgenommen werden. Der Vulkan macht überdies Anstalten, sich wieder zu beruhigen. Vielleicht war die Verlegung der Wegstrecke dennoch weise. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr. Fließt famos. Die Plantagenwirtschaft entwickelt sich prächtig.
der amtierende Gouverneur gedenkt, sich angesichts dieser Erfolge bei Zeiten in die holländische Heimat abzusetzen. Dank deiner hervorragenden Arbeit hast du gute Chancen, seinen Posten zu erben.